Schauspielerin Charlotte Schwab gehört seit der Spielzeit 2016-2017 zum Ensemble des Residenztheaters und begeistert das Publikum. Für ihre herausragenden Leistungen hat sie jetzt den Kurt-Meißel-Preis erhalten. Mit Preisen ist das ja immer recht schwierig, nicht? Weil es gibt so viele gute Kollegen und Kolleginnen. Und trotzdem, ich freue mich riesig darüber, dass ich ihn bekommen habe. Ich denke, dass Charlotte Schwab einfach den Menschen über die Länge der Zeit und die verschiedenartigen Rollen und dann vielleicht jetzt mit diesem Knaller der Lulu ins Auge gesprungen hat sich so entwickelt, dass also irgendwann die Menschen gesagt haben, Charlotte ist es jetzt. Weil die Münchner sind ja ein sehr schauspielaffines Theater. Das heißt also, wir lieben unsere Schauspieler, identifizieren uns, gehen auch wegen der Schauspieler eigentlich in ein bestimmtes Stück. Also wir wählen das Stück danach aus. Und ich glaube, das war bei Charlotte Schwab genau der Fall. Das Publikum ist für uns das Wichtigste und das ist ja eigentlich auch wie ein Partner. Also man spürt genau, hören Sie zu, oder man merkt dann die eigenen Fehler oder Müdigkeiten oder Unkonzentriertheiten, wie auch immer. Das ist wie ein Partner, ja. Und einmal das und zweitens, ich meine, für wen machen wir diesen Beruf? Außer zur Eigentherapie. Aber ist das schon toll, wenn du dem Publikum gefällst. Ich bin 68 Jahre alt. Ich war 42 Jahre verheiratet. Richard ist vor 3 Jahren gestorben. Richard? Mein Mann. Er ist nicht mehr da und ich bin noch da. Ist nicht richtig. Immer wieder diese Sätze in meinem Tagebuch mit Anspielungen von dem Mädchen von S, das Mädchen von 58. Ich bitte Sie, Sie müssen ganz offen zu mir sein. Charlotte Schwabs Sohn Max Simonicek hat die Laudatio für seine Mutter gehalten. Es war mir eine Freude. Es war mir eine Freude, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern öffentlich. Gott sei Dank nicht alles. Aber nein, das macht Spaß. Es war wirklich eine ganz schöne Veranstaltung, weil sie so locker flockig war und so einen improvisierten Charakter hatte, wo sie natürlich auch so viel Arbeit beinhaltete für die Verantwortlichen. Aber es war eine schöne Veranstaltung. Vor allem das Ensemble gefällt mir gut mit den Gesangseinlagen. Es waren ursprünglich nur die Mitglieder, die abgestimmt haben. Dann kamen irgendwann die Abonnenten dazu. Und wir versuchen eigentlich sukzessive immer mehr das Publikum und auch eben die Mitarbeiter am Haus, also wirklich alle Stimmen abzufragen. Und ich glaube, das das bedeutet den Schauspielern oder den Schauspielerinnen auch sehr viel. Das sind die Leute, die das am Ende da unten anschauen. Und es ist die Frage, kommen die wieder oder nicht? Auch in diesem Jahr wurden wieder Förderpreise für junge Theatertalente verliehen. Ein Preis ging an Antonia Münchow. Ich sehe Menschen so, wie sie wirklich sind. Und was sehen Sie? 18, 19 Jahre alt, du lebst bei deiner Mutter und ihr habt einen Hund. Hau ab! Es ist eine Gabe. Kennen wir uns? Ich glaube nicht. Wie wussten Sie? Ich hab's dir doch gesagt. Sie machen mir Angst. Stellen tot zu sein, also ich find's ehrlich gesagt geil. Was hast du denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich was habe. Ja, aber was könnte es sein? Wenn ich das wissen, ich glaube. Josephe stürzte sich in das von allen Seiten zusammenfallende Gebäude. Sie küsste das Kind und erreichte nicht mehr auf die Gräuel, die sie umringten, achtend das Tor. Auch Schauspieler Max Rothbart hat einen Förderpreis erhalten. Seit 2019 spielt er am Resi. Ich kriege nicht jedes Jahr oder ständig irgendwelche Preise. Das ist was sehr Besonderes. Und es ist
eine Bestätigung auch für meine Arbeit. Das ist natürlich toll. Gerade jetzt am Ende der Spielzeit, da hat man immer schwere Knochen und proben auch noch im Moment ziemlich intensiv. Und dann ist natürlich so ein Rückhalt oder eine Bestätigung, was toll ist, was auch wieder Kraft gibt. Bei Max bin ich überhaupt nicht überrascht, weil also wenn man die Menge an Stücken, in denen er eine Rolle hat, sieht, also einfach mal einfach ganz blank die Liste anschaut, ist das schon erstmal gewaltig, was er da leistet, was er eben auch an unterschiedlichen Rollen spielt. Und Max ist einfach irre präsent auf der Bühne und man hat das Gefühl, er trägt das Stück. Er ist einfach auch ein so wahnsinnig freundlicher, er ist auch wirklich so ein Teamplayer. Diese ganze Ausstrahlung von diesem Schauspieler ist einfach enorm. Wie sieht das aus? Wir tanzen mit Tarnkappen und wir gehen trinken mit falschen Bärten, bis der Himmel brennt auf dem Nachhauseweg und stehlen Obst aus verbotenen Gärten. Mein Herz ist ein Campmobil und ich will segeln gehen und jeden Tag ist alles neu und alles ist gut. Nichts macht mir Angst und ich bin dir immer noch treu. Seit Kain und Abel hat keine Strafe es erreicht, die Welt zu verbessern oder irgendjemanden von einem geplanten Verbrechen abzuschrecken vermocht. Wenn ich eine unserer großartigen Banken betrete, überkommt mich ein heiliges Gefühl. Ich bin im Tempel einer lebendigen Religion. Aus, denn nur dein liebes Gesicht macht mich zu Hause auf der Welt. Das war schön. Die Verleihung des Kurt-Meißel-Preises und der Förderpreise zählt jedes Jahr zum Höhepunkt der Saison. Ich finde, es fasst die Spielzeit am Ende zusammen. Und das Publikum kommt einfach am Ende der Spielzeit mit diesen Preisen und den Preisträgern, Preisträgerinnen, die sie da ausgewählt haben, kommt einfach zu Wort. Also das ist einfach so, am Ende das Publikum, finde ich, setzt der Spielzeit noch so ein Pünktchen obendrauf. Am 23. September startet die neue Spielzeit am Resi. Die Resi-Freunde freuen sich dann wieder auf Theaterabende in ihrem Lieblingshaus.